Jo, Pete, Leute, hey, willkommen bei Biber. Ich bin wieder. Ja, ich hab euch bei ganz, ganz dumme mitteilen. Deswegen hab ich ja geplant, dass das Video jetzt nicht so lange geht, weil ich hab ja mit euch was ganz dumme mitteilen. Zum Beispiel hat mein Fotograf sein Handy verloren. Tja, das ist ein ganz großes Thema. Gerne würde mich hier mal mit dem machen, weil ich dann anfange, gewinnen, setzt mir und mir auf den Bett. Dann erzähle ich euch, wie das Ganze passiert ist. Und gewinnen, würde ich sagen, mit da bin ich dann rum. Viel Spaß mit dem Video, zieh euch das Video rein und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, jetzt bin ich wieder, wie ich eben gesagt habe. Wieder euch was ganz Blödes mitteilen. So, genau. Und jetzt gehe ich heute in dieses Video, damit ihr dieses Video nicht so lange geht, würde ich vorschlagen, wir fangen mit direkt an. Also, ich war ganz mal unterwegs. Also, ich war zu Hause und ich habe Arbeit, ich habe für euch Video gekriegt. Ich habe Fotos gemacht, Videos gedreht, also einmal für TikTok und einmal für YouTube. Also ich habe ganz mal morgen meinen Job gemacht, ja. Morgen ganz mal meine Arbeit. So. Mein Fotograf, der ja bei mir amtet, aber den Namen darf ich euch leider nicht sagen. Und wer genau ist, darf ich euch auch nicht sagen. Also mein Fotograf ist ein ganz wichtiger Mensch, ja. Der hat seine Kamera verloren. Tja, also er war arbeiten, der arbeitet hauptberuflich als Bauhelfer. Guter hier bin drauf, falls du mein Video siehst, oder falls der Kunde mein Video sieht. Also, das Problem war, er war arbeiten, der arbeitet hauptberuflich als Bauhelfer. Der geht dann zu schwierigen Erfolgen, sogar Fliegen. So Boden verließen, um Sachen hochtragen. Aber das ist ja voll egal. Auf jeden Fall hat er sein Handy da liegen lassen. So. Dann war er bei Kunde, hat sein Handy liegen lassen. Dann hat er Feierabend gehabt und dann ist mein Fotograf hierher gekommen, mein Geschäft. Und dann hat er mir mitgeteilt, dass er sein Handy verloren hat. Tja, das ist eine ganz große Sache, Leute. Also, mein Name ist dafür, finde ich sehr schade, weil mit dem haben wir Fotos gemacht. So, das kann ich nur mit meinem Handy Fotos machen, ja? So, er muss neue Handy kaufen. Ja, ich gehe eine Möglichkeit. Oder B, er muss sein eigenes Handy benutzen oder C, er muss dann sein ganz eigenes Handy benutzen. Ja? Oder im schlimmsten Fall muss er ein Handy von einem Freund oder Kollege oder wer auch immer, muss er dann ausleihen, also so mieten. Ja? Aber dann geheimes Geld bezahlen, rechnen. Ja? Leute, ihr braucht jetzt eure Hilfe, Leute. Wenn mir jetzt ein Video, sag mir mal, überleg kurz, wenn mir jetzt ein Video 10 Likes schaffen, ein Video 10 Likes, dann mache ich mir auf der Suche mal mein Fotograf sein Handy. Wie ich sag, wenn wir ein Video 10 Likes schaffen, dann gehen wir irgendwo hin und suchen meinen Papa oder sein Handy. Ja, mein Papa ist ja mein Fotograf und der ist halt bei mir am Stillen. Ja, wie ich sag, wenn wir in diesem Video 10 Likes schaffen, dann macht mir für ihn was Gutes und macht mir ihn glücklich, Leute. Ja, aber ich will ihm kein neues Handy kaufen. Ja, weil das ist für mich wie Geld, ja, und weil ich das
mein Geld für Sachen gebe, ich Sachen bezahlen muss. Ja? Weil ich muss Sachen bezahlen, zum Beispiel mein Video oder mein YouTube-Video ja verginge. Ja? Aber der ist ja voll egal. Auf jeden Fall finde ich richtig schade. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Sachen haltet. Wenn ihr mal weitere Fragen habt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. So, kommen wir mir letzten Punkt, Leute. Was ich auch sagen will, wo der Handy ist, dass er nicht mal sein Handy verloren hat, sondern er hat auch sein Handy dort liegen lassen. Und das Problem ist, der Kunde kann mir alle Nachrichten, alles sehen, ja. Und deswegen hoffe ich jetzt mit, wenn ich das Video hier hochlade, ja, die ganze Frage ist auf YouTube hochladen. Ich hoffe, dass er mir mich sperren tut, Leute, ja. Deswegen beten wir jetzt, dass er sein Handy wieder kommt, ja. Weil ich habe keinen Bock mit meiner Mama, also erst beziehungsweise er hat keinen Bock auf einmal Mama, und dann muss er mal anmelden, dann muss er Geld einrichten, ja. Weil das ging ich, Leute, er hat auch einen YouTube-Kanal, ja. Ich verlinke euch auch gerne auch in die Videos schreiben, weil ihr ja auch mal vorbeigucken wollt und abchecken wollt. Weil er hat Instagram, er hat YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Smackback, WhatsApp. Und er hat auch seine Kelle-Oma mal gekannt von der Verwandten und Familie, so alles. Und der ganz blöd ist jetzt, wenn seine Mutter anruft, ja, ist jetzt das Problem, er kann ihn abnehmen, ja. Weil meine Oma denkt jetzt, der ist gestorben halt, ja. Also ich hoffe, der Rick morgen wieder, Leute, ich merke mich wieder, wenn er wieder sein Handy bekommen hat. Und dann würde ich dir sagen, das war von mir Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ja, gib mir mal oben. Wie ich sag, wenn man in diesem Video, ungefähr in diesem Video, 10 Likes schaffen, dann macht mir auch die Suche, macht sein Handy. Und dann mache ich auch ein Video, wo ich mitteile, dass er sein Handy wieder gefunden hat. Lasst mich dann gleich abonnieren und könnt mich dann bei Marco Menschen hochladen. Könnt ihr kein Geld kommentieren, das Ganze. Wenn ihr mal Fragen habt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Vor allem in Instagram, weil ihr Link in die Bildschreibung schreibt. Sollte ich eher von Kredit neue Bilder im Regelink in die Bildschreibung mal Kiki-Kanal von Kredit neue Video. Und die Gesinge würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Peace.